Man mag sie belächeln, man mag auf sie schimpfen, wir müssen mit ihr leben. Die Fernsehwerbung. Werbung ist Zeitgeist. Ständig in Veränderung. Genauso wie diese Stadt. Die RBB Media am Kaiserdamm ist die Adresse für Radio- und Fernsehwerbung in den Programmen des RBB. Gestartet als Berliner Werbefunk GmbH, arbeiten hier Profis schon lange nicht mehr nur in den klassischen Bereichen Marketing und Verkauf von Werbezeiten. Heute als RBB Media wird von den Teams auch das gesamte Programmvermögen des Rundfunk Berlin-Brandenburg und des Deutschen Rundfunkarchivs exklusiv verwertet. Die RBB Media ist an Film- und Fernsehproduktionen beteiligt. Beim Werbezeitenverkauf wird sie durch ihr Tochterunternehmen Media Sales and Services unterstützt. Der Ursprung war die Werbung von allem. Ja. Willst du reich sein, musst du erben oder täglich tüchtig werben. Für die Einführung des Werbefernsehens in Berlin waren im Wesentlichen zwei Gründe maßgebend. Einmal wollten wir den Fernsehteilnehmern eine zusätzliche Sendezeit verschaffen. Zum anderen wollten wir aber auch den Wünschen der werbetreibenden Wirtschaft auf eine neue Werbemöglichkeit Rechnung tragen. 1955 wird die Berliner Werbefunk GmbH gegründet. Sensationelle Neuheit beim Fernsehen. Die Schleichwerbung ist tot. Wo immer wir bisher aktuell für sie filmten, irgendein Reklameschild kam doch mal aus Versehen in die Linse. Bewusst in die Linse kam zuerst der Werbelöwe aus München. Berlin übernahm die Spots des bayerischen Fernsehens. Heute unvorstellbar ist das, was dann kam. Live gespielte Fernsehspots für das Sendegebiet des SFB. Hört mich an, ihr lieben Leute. Hört die Moritat von heute. Jeder Raum kann erst gewinnen, sind Teppich und Gardinen drinnen. Die Anbaumöbel, die sind echt. Da kauft man sich, das tut nicht weh, die ganzen Möbel peu à peu. Ja, das war ausgezeichnet. Wir machen es aber zur Sicherheit nochmal. Ganz genauso, bitte. Das Vorabendprogramm aus Berlin lief und bekam die nächste Sensation. Alarm für Dora X. Die erste eigenproduzierte Vorabendserie der Berliner Werbefunk GmbH im deutschen Fernsehen. Was kostet eigentlich eine Sekunde Werbung, werden wir immer wieder gefragt. Im Fernsehen, wie Sie sehen, richtet sich der Preis nach den Jahreszeiten. Um übrigens mal mit einem alten Missverständnis aufzuräumen, die Berliner Werbefunk GmbH dreht keine Werbefilme. Sie verkauft nur die Sendezeit. Und das äußerst erfolgreich. Doch bei aller Schönheit der Bilder gibt es noch einen zweiten Garant für die Wirkung. Die Radiowerbung. Hörenswert, empfehlenswert. Senderfreies Berlin. Wir unterhalten Sie mit Musik und Werbung. Rübetassen mag keiner. Drum holen Sie sich den strahlenden Glanz. Knipsen und blitzen und regelmäßig und blitzen. Neue Musik. Zeitpunkte. Journal in 3. Das frauenpolitische Magazin. Auf 3. Nicht alle Weichspüler sind genau gleich. Abschließend die Zeit. Es ist 17.05 Uhr. Die Berliner Werbefunk GmbH forciert das positive Image des SFB in der Stadt. Um dem Publikum noch näher zu sein und mehr Service zu bieten, wurde 1965 der erste Shop eröffnet, natürlich im Europa Center. Auch die selbstproduzierten Vorabendserien sind 100% Berlin. Die Geschichten genauso wie die Stars. Wer zum Teufel hat Ihnen gesagt, dass Sie es ihm abkaufen sollen? Kater. Reizen.
Damit nichts davon verloren geht, übernimmt 1976 die Berliner Werbefunk GmbH die Verwertung des SFB-Archivs. Große Ereignisse bringen große Veränderungen. Selbst der Sandmann braucht ein neues Zuhause. Das bekommt er bei der ORB Werbung GmbH. Das Tochterunternehmen des Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg beginnt mit der Verwertung von Unser Sandmännchen und seine Freunde. Die Programme des ehemaligen Deutschen Fernsehfunks und des Rundfunks der DDR werden ab 1992 exklusiv durch die SFB-Werbung verwertet. 11 Jahre später fusionieren SFB und ORB. Es entsteht der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich wiederhole. Ab sofort bitte bestätigen. ORB SFB ist RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die ORB-Werbung wird auf die SFB-Werbung verschmolzen. Die neue, größere Werbegesellschaft wird in RBB Media umbenannt. Und diese wächst weiter. Neben der Verwertung seiner Archive unterstützt die RBB Media den Sender durch die Herstellung und den Verkauf von DVDs, CDs, Büchern und Merchandising-Artikeln wie die legendäre Fritz-Wollmütze. Neue Stars wie Eisberg Knut prägen das Image genauso wie die alten Superstars Sandmännchen und Pitti Platsch. Natürlich liebevoll betreut, auch auf Facebook und Co. Der Ursprung von allem war die Werbung. Dieses Kerngeschäft bleibt. Gemeinsam mit der Media Sales and Services vermarktet die RBB Media heute die werbeführenden Radioprogramme des RBB, des BBC World Service sowie das regionale ARD-Vorabendprogramm in Berlin und Brandenburg. Gratulation zu 60 Jahren erfolgreiches Wirken im Zeitgeist der zusammenwachsenden Region.